Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Auch in der vergangenen Woche, da setzte der DAX seine November-Rally fort. Auf Wochensicht legte er um 1,5% zu, das Plus am Freitag betrug 0,4% und damit schloss der DAX auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Blicken wir voraus auf die neue Handelswoche, den heutigen neuen Handelstag, zusammen mit Franziska Schimke, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Schönen guten Morgen. Franziska, heute schon der letzte Tag des Novembers. Könnte es ein guter werden? Also der November wird auf jeden Fall ein sehr guter Börsenmonat. Da sehen wir nämlich in etwa eine Performance von um die 15%. Der Start in diese neue Woche, in diesen letzten Handelstag des Novembers, der wird aber wohl mit roten Vorzeichen hier einmal mehr erwartet. Und somit heißt es, ist dieser Sprung über die 13.300-Punkte-Marke einmal mehr nicht nachhaltig. Denn diese Marke ist nicht nur Widerstand, sondern letztlich ja auch ein Stück weit Unterstützung. Und man hat eben nicht die ganz positiven Vorgaben, zumindest von Seiten der asiatischen Märkte, Nikkei und Hang Seng, doch relativ deutlich im negativen Bereich. Shanghai Composite hingegen im Plus. Und beim Dow am verkürzten Handelstag am Freitag hat man auch nur ein kleines Plus eingefahren von 0,1%. Aber auch dort die Wochenperformance durchaus positiv. 2,2% ging es auf Wochensicht gesehen für den Dow nach oben. Und natürlich sind es nach wie vor die Impfstoffhoffnungen, die ein großes Thema sind. Die nun geregelte Amtsübergabe zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Nachfolger Joe Biden, aber auch Brexit-Verhandlungen innerhalb dieser Woche wieder im Fokus. Vielen Dank für den Überblick, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag und auf die Handelswoche geht es weiter mit der Marktidee. Heute ist dies der Nasdaq 100. Der Nasdaq 100, der hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März eine V-förmige Rallye gestartet. Im Juni gelang dem Index die Überwindung des bisherigen Rekordhochs und damit die Bestätigung des langfristigen Hossetrends. Nach dem Erreichen einer neuen Bestmarke bei 12.439 Punkten wurde eine Korrekturphase eingeleitet. Im Rahmen der derzeit laufenden zweiten Erholungswelle arbeitet sich die Notierung aktuell wieder nach oben. Eine ausführliche Chartanalyse dazu bekommen Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann morgen an dieser Stelle mit Ideas Daily TV wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.